Heute feiere ich mit dir eine Weltpremiere. Und zwar ist die Katze aus dem Sack. Das Mentoring ist da, heißt diese Folge. Unser Produkt, wo wir jetzt schon seit Monaten daran gearbeitet haben, ist jetzt endlich verfügbar. Und in der heutigen Folge nehme ich dich mit, wie auch du als Selbstständiger oder als Unternehmer, Unternehmerin davon profitieren kannst und was für Probleme wir mit dir gemeinsam lösen können und zeigen dir, was das Mentoring alles beinhaltet. Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich Verhandeln Podcast. Hier ist dein Host Frederik Mathier und schön bist du heute wieder dabei. Hey, vielen lieben Dank für die ganzen Feedbacks über LinkedIn, über Instagram zum Überzeugungskurs, zu den Big Nine, wie du die Psychologie der Überzeugung nutzt, um attraktive, unwiderstehliche Angebote zu erstellen. Und ich habe so viele Feedbacks gekriegt. Mir haben Menschen die Updates geschickt von ihren Angeboten via LinkedIn. Das hat mich sehr, sehr gefreut, wenn es da draußen nicht nur Leute gibt, die zuhören, sondern die auch umsetzen. Also vielen lieben Dank dazu. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, an dieser Stelle eine große Empfehlung. Ich habe einen Überzeugungskurs 3 Folgen, wo ich die Big Nine der Psychologie der Überzeugung dir mitgebe. In den Folgen 177, 178, 179 habe ich dir die da mitgegeben. Und heute nehme ich dich mit einen Blick hinter die Kulissen an ein Projekt, wo wir es jetzt seit mehreren Monaten gearbeitet haben, und ich nehme dich einfach mal mit, was der Hintergrund ist, wie du davon profitieren kannst und wie das dein Business weiter voranbringt. Und es ist einfach so, in der Zusammenarbeit mit sehr vielen Kunden von uns haben wir einfach gemerkt, dass sehr viele unserer Kunden, die geraten unter finanziellen Druck, weil sie sich ständig unter Wert verkaufen. Dadurch schrumpft der Gewinn und es bleibt kein Geld übrig für Investitionen, für Mitarbeiter und so weiter. Viele unserer Kunden haben auch das Problem, dass sie nicht wachsen können, weil wenn du nicht lernst, ein Angebot überzeugend zu präsentieren, dann wird es auch schwierig, die Top-Kunden damit zu erreichen. Und viele Menschen haben auch ein falsches Mindset in Bezug auf Verhandlungen und denken, dass man nur verkaufen kann, nur Produkte an den Mann, an die Frau bringen kann, wenn man mit Rabatten um sich wirft und mit dem Preis unten reingeht. Das sind so Probleme, die wir immer wieder antreffen in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Und sehr viele kämpfen auch, die Selbstständigen, mit Selbstzweifeln, mit Stress, weil sie nicht wissen, wie man bestehende Preise erhöhen kann und ohne, dass man Kunden verliert. Und sehr viele haben große, große Probleme damit. Und es gibt so 4 Probleme, die wir so immer wieder antreffen, die sehr viele selbstständige Unternehmer, Unternehmerinnen haben. Und ich nehme dich einfach mal mit durch diese 4 Probleme, die wir immer wieder antreffen. Und frag dich mal selbst, welches dieser Probleme vielleicht auch dich betrifft. Vielleicht kennst du das eine oder andere an diesen Punkten. Vielleicht kommt dir das eine oder andere bekannt vor. Das Problem Nummer 1, das sich viele stellen. Viele fragen so, fehlt es mir an Verhandlungstalent? Bin ich vielleicht zu nachgiebig? Gebe ich zu leicht Rabatt? Lasse ich mich zu leicht unter Wert verkaufen? Das ist so ein Problem Nummer 1, was wir immer wieder hören. Das zweite Problem ist, dass sich viele Menschen fragen, können meine Angebote wirklich überzeugen? Viele fragen uns auch, was mache ich denn konkret falsch? Das dritte Problem, was viele haben, ist, wie finde ich denn neue Interessenten? Wo finde ich meine Kunden? Wo sind diese? Und wie kann ich auch mein Netzwerk nutzen? Wie baut man sich ein profitables Netzwerk auf, das dir mittel- und langfristig neue Aufträge bringt und wo du quasi profitieren kannst, aber auch vieles den anderen Menschen mitgeben kannst? Und das Problem Nummer 4, was ich selbst auch sehr, sehr gut gekannt habe am Anfang, ist, dass wenn man sich selbstständig macht, wenn man so als Unternehmer, Unternehmerin unterwegs ist, da fühlt man sich sehr oft alleine gelassen mit den Problemen. Man denkt, nur mir geht's so, das Umfeld versteht mich nicht. Und das ist so ein Problem, was sehr, sehr viele haben, die ein eigenes Unternehmen führen. Und meistens hast du 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist, du machst
alles auf eigene Faust. Du probierst alles alleine aus. Also überleg dir mal, wenn du jetzt, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, stell dir mal vor, du würdest alleine lernen, Auto zu fahren oder alleine zu schwimmen. Du denkst dir, weißt du was, ich lese jetzt einfach mal 5 Bücher, wie man schwimmt, und wenn ich diese 5 Bücher gelesen habe, dann höre ich mir noch einen 100 Folgen Podcast mit der Podcast, der heißt Erfolgreich Schwimmen. Hör mir das an, springe dann irgendwo in den See und das kann dann halt wirklich, wirklich schief gehen. Also, und so ist es eben auch als Selbstständige und als Unternehmer. Viele, viele Selbstständige, die probieren seit Jahren alles alleine zu tun, alleine rauszufinden, und sie denken sich jedes Mal, wenn sie irgendwo was sehen, ja, ich probiere mal das für mich alleine. Und auch wenn es so im ersten Moment dein Unternehmen nicht gefährdet, ist es aber so, dass es dir Stress bringt. Es bringt auch das Gefühl, ständig kämpfen zu müssen. Es sind sehr viele Niederlagen, Misserfolge dabei. Sehr oft ist es auch so, dass man so denkt, ja, schon wieder ist mir das passiert. Oder du kennst das vielleicht auch, ein Jahr später kommt schon wieder die Steuer und Rechnungen, wo man nicht erwartet hat. Und man ist so, man hat das Gefühl, dass man sich die ganze Zeit so um die gleichen Probleme rumkämpfen muss. Das ist so die Möglichkeit 1, du machst alles auf eigene Faust, und das ist das, was leider sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Selbstständige tun. Und die Möglichkeit 2 ist die Möglichkeit, die ich dir heute anbiete. Und zwar ist es die Möglichkeit, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Überleg dir mal, wenn du jetzt unterwegs bist und ein erfolgreiches Business aufbauen kannst. Überleg dir mal, wie das wäre, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich berät, der deine Handlungen überwacht, gegebenenfalls korrigiert, dir Hinweise und vor allem auch Abkürzungen und Geheimtipps mit auf dem Weg gibt. Und überleg dir mal, wie viel Geld und Zeit du sparen würdest, wenn dir jemand die Abkürzung zeigt. Und genau so eine Möglichkeit haben wir geschaffen. An genau so einer Möglichkeit haben wir die letzten Monate dran gearbeitet. Und es wird Zeit, dass auch du dein Business, deine Selbstständigkeit nicht nur nebenbei als Hobby betreibst, sondern dass du langsam aber sicher zum Profi wirst und auch auf Champions League Niveau mitspielen kannst. Weil es ist einfach so, dass sehr, sehr viele Selbstständige eben in diesem Selbst und ständig gefangen sind und da einfach nicht vorwärts kommen. Und das Produkt, was wir da entwickelt haben, das ist das Erfolgreich Verhandeln Mentoring. Und in dem Mentoring, wenn du dich jetzt fragst, ja, für wen ist dieses Mentoring? Wir haben das bewusst so aufgebaut, dass du, wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, dann hast du das Ziel, wenn du da dabei sein willst, dass du das Ziel hast, selbstbewusst zu überzeugen und dadurch nachhaltig 6- bis 7-stellige Umsätze zu erreichen. Und das erreichst du, wenn du in den Branchen, zum Beispiel Business, Finanzen, Consulting, Beratung, wir haben auch sehr viele Bauunternehmen aus dem Industrie, Handwerk, Energie und Strom, die unsere Kunden sind. Wir haben aber auch viele Trainer, Coaches, Speaker, Startups und Selbstständige, die versuchen, sich ein nachhaltiges Business aufzubauen, wo sie davon leben können und ihr Traumleben leben können, was sie sich schon lange, lange vorgestellt haben, und rauskommen aus diesem Selbst und ständig. Und ich nehme dich jetzt mal mit und gehe mit dir mal so einen Schritt rein ins Mentoring, damit du siehst, was es denn da alles gibt. Im Erfolgreich Verhandeln Mentoring, das besteht aus mehreren Bausteinen. Und diese Bausteine haben wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten gebaut und zusammengestellt aus der Erfahrung von mittlerweile mehr als 200 Kunden, wo wir weitergeholfen haben, und haben uns da bewusst überlegt, wie können wir den Selbstständigen, den Unternehmerinnen und Unternehmen, wie können wir denen am besten helfen? Und was wir da aufgebaut haben, ist zuerst einmal ein innovatives E-Learning. In diesem E-Learning findest du die ganzen Videos, du findest dort aber auch Checklisten, du findest dort Vorlagen. Ich zeige dir, wie ich Angebote erstelle und Kunden damit gewinne, ganz, ganz große Kunden damit gewonnen habe. Und ich sehe halt sehr oft, dass viele, viele Angebote von Selbstständigen da immer wieder die gleichen Punkte fehlen und die gleichen Fehler begangen werden. Und wenn du meine Vorlagen nutzt, passiert dir das nicht. Es gibt gleichzeitig im Mentoring wöchentliche Live-Calls. Das heißt, in diesen Live-Calls werden ich und andere Expertinnen und Experten dir dabei helfen,
dein Business auf das nächste Level zu bringen. Und das tönt immer so plakativ, und ich kann das selbst manchmal nicht mehr hören, das aufs nächste Level zu bringen. Aber in diesem Sinn ist das nächste Level halt, den nächsten Umsatzsprung zu machen, die nächste Stufe zu erreichen, an die Struktur, an die Strategie, an deinem Angebot zu arbeiten, damit du weiterkommst und nicht dich immer im gleichen Kreis bewegst. Und bei diesen Live-Calls ist es auch so, wenn du mal nicht dabei bist, dann kriegst du natürlich die Aufzeichnungen dazu. Das heißt, auch wenn du mal einen Kunden hast oder einen Auftrag hast, dann kannst du jederzeit nachschauen, wenn du etwas verpasst hast. Gleichzeitig haben wir einen Messenger-Support. Messenger-Support, warum? Weil wenn du eine dringende Antwort brauchst, dann kannst du die in die Gruppe stellen und du bekommst dort sehr, sehr schnell, kurz und knackig Antwort, damit du weiterkommst. Der nächste Punkt ist, dass du halt auch hier ein unbezahlbares Netzwerk mit auf dem Weg kriegst. Ein Netzwerk nicht nur, das besteht nicht nur aus meinem Wissen, sondern ich habe da verschiedene Expertinnen und Experten mit an Bord, die immer wieder mal eine Masterclass machen werden. Und auch werde ich Leute einladen und meine Community fragen, was braucht ihr, wo braucht ihr Unterstützung, und wir werden da verschiedene Expertinnen und Experten mitnehmen, die Gruppe unterstützen, erfolgreich zu werden. Und du hast dann ein Jahr Zugang zu den Checklisten, zu den Videos und so weiter, wenn du in diesem Mentoring dabei bist. Und einfach mal, um dich tiefer noch mit reinzunehmen, wie sieht denn das aus? Das Mentoring besteht aus mehreren Teilen. Also dass der eine ist so der Verhandlungsprozess. Ich nehme dich komplett durch alle 7 Schritte, das Verhandlungsprozess über Mindset, Strategie, Vorbereitung, Eröffnung, Agenda, Verhandlung, die kritischen Phasen, Konflikte, Abschlusstechniken, Nachbearbeitung. Diese ganzen Prozesse, die haben wir gefilmt, Schritt für Schritt. Und ich habe dir bei jedem dieser Prozesse Checklisten mitgelegt, Vorlagen, damit du das auf deine Branche, auf deine Firma anpassen kannst. Und diese Videos werden laufend ergänzt. Wir sind da die ganze Zeit dran, das Mentoring der Inhalte wachsen zu lassen. Und davon profitierst du natürlich auch. Weil immer, wenn wir was lernen, wenn wir Learnings haben aus unserem eigenen Unternehmen oder von Unternehmen von Kunden, werden wir das immer wieder ergänzen und erweitern. Also dieses Thema des Verhandlungsprozesses, das ist da ganz klar dabei. Dann schauen wir uns dich persönlich an als Persönlichkeit. Was bist du für ein Verhandlungstyp? Was sind deine Motive, deine Werte? Und ich zeige dir, wie ich mit dir verhandeln würde, um dich zu überzeugen. Und das hilft dir natürlich, in Situationen selbstbewusst aufzutreten, selbstsicher aufzutreten und natürlich auch dich nicht mehr unter Wert zu verkaufen, damit du halt nicht immer wieder in die gleichen Fallen trittst. Und wir arbeiten da ganz klar mit dir an deiner Persönlichkeit, damit du noch erfolgreicher wirst und dich durchsetzen kannst und Kundinnen und Kunden, aber auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewinnen und überzeugen kannst. Der dritte Pfeiler dabei ist das ganze Thema Business-Strategie. Ja, wir schauen uns an, was hast du denn für ein Angebot? Wir schauen uns an, wie könnte man deine Produktpalette erweitern? Wie könnte man das ergänzen? Wie ist dein Auftritt? Wie sieht das online und offline aus? Wir zeigen dir, was wir für Tools, Technik, Infrastruktur verwenden, um unser Geschäft aufzubauen, auszubauen und auch, was bei unseren anderen Kunden bisher wunderbar funktioniert hat. Und der letzte Pfeiler ist so die Community und die Umsetzungsbegleitung. Das heißt, du bist nicht mehr alleine unterwegs. Wir gehen den Weg gemeinsam mit dir. Und das ist etwas, was ich selber im Aufbau von meinem eigenen Unternehmen immer wieder gemerkt habe. Wenn man alleine ist, kommt man nicht so schnell vorwärts, als wenn man mit einer Gruppe gemeinsam unterwegs ist, voneinander profitiert und sich gegenseitig motiviert, gegenseitig hilft, unterstützt und pusht, da kommst du einfach viel, viel, viel weiter. Und das Beste daran ist halt einfach, dass du halt Hilfe bekommst, dass dir Menschen, die den Weg schon gegangen sind, dort sind, wo du gerne hin möchtest, dir quasi den Weg
dahin zeigen und du nicht alleine Geld verbratest in irgendwelche Kurse, in irgendwelche Seminare und so weiter, sondern von uns bekommst du die Tools mit auf dem Weg, die bei sehr, sehr vielen anderen Kunden funktioniert haben. Und ich habe in meinem Leben mehrere tausend Angebote auf dem Tisch gehabt und verhandelt und davon profitierst du natürlich extrem. Und viele fragen sich, ja, das hat sicher einen Haken. Ja, einen Haken hat es immer, das ist ganz klar. Jedes Angebot hat einen Haken. Und der Haken vom erfolgreich verhandelten Mentoring ist, dass wir dann nur mit ganz ausgewählten Leuten zusammenarbeiten wollen. Wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, die motiviert sind und die Umsetzung lieben. Ja, wir wollen keine Konsumenten von diesen Videos, sondern wir wollen Menschen, die dabei sind, die das umsetzen, die Gas geben wollen. Du bist lösungsorientiert und übernimmst Verantwortung und du bist auch keiner von denen, die jammern, sondern bist motiviert und hungrig und du kannst dich freuen, weil wir werden dir immer wieder liebevolle Arschtritte mit auf den Weg geben, damit du auch in die Umsetzung kommst. Und das Wichtigste, du hast wirklich eine große Vision, du hast Ziele und Träume mit deinem Business, mit deinem Leben und bist bereit, alles zu tun, um diese zu erreichen. Weil ich bin überzeugt, wenn du verhandeln und überzeugen kannst wie ein Profi, dann findest du Freiheit und Glück anstatt selbst und ständig. Davon bin ich zutiefst überzeugt und ich habe das mit sehr, sehr vielen Kunden bereits bewiesen. Mit den Menschen, die jetzt schon im Mentoring sind, sind wir auf dem Weg dahin. Wir haben sehr viele Erfolgsstories schon erleben dürfen mit unseren Kundinnen und Kunden und das ist das, was mir und meinem Team am besten gefällt, wenn unsere Kunden erfolgreich sind, gewinnen und wachsen. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Das feiern wir mit und ich möchte auch gerne mit dir gemeinsam feiern, dass auch du deine Ziele erreichst. Weil die bittere Wahrheit ist leider folgende. Die bittere Wahrheit ist, dass die meisten Selbstständigen, weit über 80%, die erreichen keine sechsstelligen Umsätze. Immer wieder, wenn ich Menschen treffe, die auf LinkedIn sehr, sehr sichtbar sind, wo man von außen denkt, die sind top erfolgreich und dann trifft man die, kommt ins Gespräch und tauscht sich aus und dann merkt man plötzlich, hey, in der Außenperspektive sind die zwar mega erfolgreich, aber wenn man dann mal fragt, okay, wo ist denn die Substanz, wie sieht es denn auf dem Geldkonto aus, dann ist es bei weit über 80% der Fall, dass die keine sechsstelligen Umsätze erreichen. Und das ist nicht einfach so eine Schätzwert, sondern das ist, wenn man so das Bundesamt für Statistik anschaut, dann ist es wirklich so, dass das die meisten Selbstständigen haben. Auch ist es so, dass jeder achte Selbstständige mindestens 75% vom Umsatz mit einem einzigen Kunden generiert. Sehr viele sind zwar selbstständig, aber mehr als 75% erzielen sie mit einem einzigen Kunden. Und das ist ein unglaubliches Klumpenrisiko. Und ob dann das wirklich selbstständig ist, wenn du mehr als die Hälfte, mehr als 75% mit einem Kunden erreichst, das weiß ich leider nicht. Und bei sehr vielen ist es auch so, dass viele selbstständiger Werdende weder bei einer Pensionskasse versichert sind, noch regelmäßig in die Vorsorge einbezahlen. Und das kann es doch nicht sein. Dafür hast du dich nicht selbstständig gemacht. Und die Erfolgschancen sind einfach so, wenn du nichts tust. Ja, ich höre immer wieder Leute, die sagen mir, ja, weißt du, Frederik, ich höre den Podcast schon so lange. Ja, aber von Zuhören und Anschauen, da bekommst du keinen Umsatz rein. Ja, dieser Spruch, Umsatz kommt von Umsetzen, da kommst du einfach nicht weiter. Und wenn du das alleine versuchst, hast du vielleicht kleine Erfolge, aber die wirklich grossen Erfolge, die ist dann nur, wenn du jemanden mitnimmst auf die Reise, jemand, der dich begleitet, der diesen Weg schon gegangen ist und der dich dabei unterstützt. Und das ist auch nicht so, dass das Mentoring ein paar Wochen geht, sondern wir wollen mit dir mehrere Monate zusammenarbeiten, weil einfach aus unserer Erfahrung einfach klar ist, es braucht für gewisse Ziele zu erreichen, braucht es einfach Zeit. Und das schaffst du nicht in 3, 4, 5, 6 Wochen. Deshalb arbeiten wir mit unseren Kundinnen und Kunden, arbeiten wir mehrere Monate zusammen. Und wenn du jetzt mehr über dieses Mentoring wissen möchtest, dann kannst du jetzt unten in den Shownotes dir einen Termin buchen, ein Erstgespräch. Du kannst auf meine Webseite gehen,
friedrichmatier.com oder kürzer maevo.ch. Buch dir einen Termin und dann sprechen wir über das Mentoring. Ich schreibe im Termin rein, Mentoring-Gespräch. Dann zeige ich dir, gebe ich dir einen Einblick, wie das Mentoring ausschaut, wie das preislich ausschaut, wie der Inhalt so ist, ob wir dir helfen können oder nicht. Buch dir diesen Termin und halte dir auch im Hinterkopf, wir werden in Zukunft immer mal wieder unser Online-Training, das Verhandlungsbootcamp, durchführen. Und du findest da sämtliche Logins und Anmeldedaten und die nächsten Daten der Durchführung auf dem Link www.verhandlungs-bootcamp.com. Der Link zum Erstgespräch, wenn du dabei sein willst, findest du unten in den Shownotes und auch der Link für das nächste Verhandlungsbootcamp findest du in den Shownotes und ich freue mich, dich da live dabei zu haben und mit dir zu sprechen. Hey, schön warst du heute wieder dabei. Heute mal ein Blick hinter die Kulissen, wie wir Selbstständigen und Unternehmerinnen weiterhelfen wollen, gemeinsam mit dir dein Angebot zu optimieren. Wir gehen gemeinsam mit dir Schritt für Schritt durch deine Strategie, deine Positionierung, deine Angebote durch und wir zeigen dir, was du anpassen, ändern kannst, damit auch du deine Ziele von nachhaltigen sechsstelligen und siebenstelligen Umsätzen erreichst. Wir gehen den Weg gemeinsam mit dir. Und wenn du das mit uns machen willst, buch dir jetzt einen Termin für das Erstgespräch unter www.maevo.ch oder sicher dir einen Platz fürs Verhandlungsbootcamp und dann sehen wir uns schon bald. Und bis dahin wünsche ich dir erfolgreiche Verhandlungen. Schön warst du heute wieder dabei und bis zum nächsten Mal.